Man späht in der Landschaft, das fließt ein. Er malt gerne großformatig, mit grobem Gestus. Und so hat er auch gebaut, der Künstler Leo Schütz. Das sind ja meine Wurzeln und ich habe gedacht, wenn ich hier wieder bin und mich hier wohlfühle, dann werden die Blüten meiner Bilder vielleicht auch wieder aus diesen Wurzeln saugen können. Wie eine Stahlskulptur liegt es in der Flur. Das Atelierwohnhaus, das er sich auf den Leib geschneidert hat. Bei dem Raum war mir wichtig, dass ich ein großes Fenster habe, dass ich hier in die Landschaft blicken kann und dass sich diese Landschaft vor meinen Augen aufmacht. 3 Jahre lang hat der Künstler daran gebaut. Das Material ist wieder unbehandelte Stahlplatte, 8 mm dick, das ist sehr schwer, das Element. Diese Korrosion, diese Werkspuren hier durch den Transport zustande kommen, wo jeder Metallbauer sagen würde, das können wir so nicht lassen, habe ich gesagt, das ist echt, das ist authentisch. Es ist gleichzeitig ein gestalterisches Element, das sich hier durchzieht. Der Fußboden geht über in den Korpus dieses Küchenelements. Das ist Eiche. Das kommt ja auch hinter meinem Haus in dieser Böschung vor. Also ich wollte nicht keine Tropenhölzer oder sowas verwenden, was nicht in die Landschaft gehört. Der Maler wollte Platz für sich und seine Kunst und schuf ihn sich. Die Hälfte des Hauses ist Atelier. 2015 hatte Leo Schütz beschlossen, nach langen Arbeitsjahren in Regensburg wieder aufs Dorf zu ziehen. Mitten hinein sozusagen in sein bevorzugtes Motiv. Das ist hier die Felder, die Wiesen meines Vaters. Diese Pastelle haben zufälligerweise jetzt genau dieses Format wie mein Atelierfenster hinten, wenn ich in die Landschaft blicke. Es ist die Landschaft seiner Kindheit, die ihn auch später, als er zum Studieren wegging, nie mehr losließ. Und in der er es sich nun wieder heimisch gemacht hat. In seinen Monolithen aus Stahl, mit der Patina, die das Material vor Witterungseinflüssen schützt. Der Architekt hat gesagt, das können wir nicht machen, weil diese Fassade in der Fertigung und in dieser Ausführung, das ist unbezahlbar. Und da habe ich mich Platte für Platte vorgearbeitet, über ein ganzes Jahr. Klar unterschätzt man die Arbeit am Anfang, aber am Schluss wird man belohnt, weil es einfach so schön ist an der Oberfläche und ich jeden Tag genieße, wo sich das Wetter ändert, weil sich das Material auch ändert. Das ist lebendig. Leo Schütz hatte lange darüber nachgedacht, wie ein Haus aussehen muss, das auf diese Wiese passt. Mein Vater versteht dieses Haus überhaupt nicht. Und meine Mutter ist, denke ich, stolz darauf. Bewusst nahm er in Kauf, dass der Solitär am Ortsrand provoziert. So, grüß dich. Grüß dich. So, Andi, vielleicht testen wir da mal. Leo Schütz Bruder Andreas ist da. Ein häufiger Besucher dieses Baus, den die Einheimischen schlicht das Blechhaus nennen. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr jetzt drin wohnen möchte, aber mir gefällt's. Das ist halt ein Kunstobjekt, sag ich jetzt einmal. Freilich, man wird angeredet von sämtlichen Leuten im Dorf. Was wird jetzt das? Ist das ein Schupfer oder sowas Kreisliches, hab ich noch nicht gesehen? Oder das ist aber super und toll. Also alle Meinungen. Das treibt schon um. Es sind ja auch Leute unterwegs, die jetzt hier vorbeifahren mit dem Fahrradl und die mir dann immer wieder zuwinken. Das letzte Mal war auch wieder einer dabei, der hat geschrieben, coole Hütte. Für den Baukörper haben wir uns natürlich an dem bestehenden Gehöft, ein altes Gehöft, das hier in der Nachbarschaft steht, gehalten und haben gleich gewusst, das muss sowas sein wie eine Scheune. Es ist authentisch. Es ist eine Bauweise, die hier in die Landschaft gehört. Und da ist nichts verstellt, da ist kein Schnörkel, kein Dekor. Die Form ist einfach funktional.
Romy, erst seit kurzem seine Lebensgefährtin, musste sich in die Schlichtheit allerdings erst eingewöhnen. Es ist heimelig, es ist innen ein unglaubliches, schönes Raumgefühl, ein Raumwunder. Aber das ist nicht einfach. So ging's los. Ach, wie ist es wunderschön. Die Sängerin hat den Künstler bei einem Fotoshooting vor seiner Stahlfassade kennengelernt und sich in dem Haus inzwischen ihre eigene Welt eingerichtet. Oben auf der Galerie. Das haben wir ausgefochten. Ganz schön laut manchmal. Ja. Das ist jetzt alles von mir, ja. Das ist mein Kosmos. Sie spricht ja immer noch von einem gewöhnungsbedürftigen Baukörper. Und wie sie diese Blechfassade gesehen hat, oder den Anfang der Blechfassade, hat sie gesagt, ja, schön, man könnte doch da einen Knöterich hochwachsen lassen, damit das alles ein bisschen versteckter wirkt. Das hat mir dann schon zu denken gegeben, aber auch gleichzeitig gefallen. Groß genug sind die gewöhnungsbedürftigen 127 Quadratmeter auf jeden Fall. Noch ist nicht alles fertig. Die Zufahrt fehlt noch und der Weg zum Atelier. Leo Schötz möchte ihn, passend zum Haus, als einen auf Betonplatten gemalten Weg der Bilder gestalten. Alles Übrige entscheidet er künftig mit Romy in Kooperation. Aus dem Konzepthaus ist schließlich ein Partnerschaftshaus geworden. Und jetzt ist das neue Konzept. Wie führt man das zusammen und wie macht man's, wie bringt man das dann in eine Linie, sodass wir uns beide wohlfühlen? Ich darf da jetzt mit reinwachsen. Der Solitär aus Stahl auf der Bauernwiese vor Pulling in der Oberpfalz. Er ist ein Stück wiedergewonnene Heimat. Und hat Platz für zwei.